Ich mache mich heute mal wieder fertig mit euch. Das habe ich kreiert. Bin heute ganz happy damit. Ich habe leider ein bisschen langen Pony heute. Dann sieht man es nicht ganz so, aber ist okay. Ich würde einfach sagen, wir geraten nicht zu lange ins Intro quatschen. Wir legen einfach los nach dem Intro. Ob ich einen zu langen Pony habe. Ich habe jetzt gerade kurz überlegt, ob ich mir jetzt noch einen Pony schneiden soll. Aber kennt ihr sowas? Ihr wollt eure Arbeit anfangen und fünf andere Sachen ploppen auf. Ne? Also, und ich gucke gerade so in den Spiegel und denke mir, fuck, geht das schon wieder zu lang? Und habe ich das letzte Mal meine Pony geschnitten? Ich weiß es nicht mehr. Und hatte schon die Schere in der Hand gerade und gesagt, nee, ich drehe jetzt ein Video. Das geht jetzt nicht. Danach hat der Pony geschnitten. Oder heute Abend, je nachdem. So. Machen wir das mal hier. Schön, sauber. Legen wir los. Es gibt viel zu besprechen. Eine Sache ist, boah, Leute, passt ein bisschen mehr auf euch auf. Macht's nicht so wie ich. Man hat für andere, hat man ja immer goldene Vorschläge, ne? Kennt man, glaube ich, so. Passt auf euch auf, achtet auf euch. Ernährung wichtig und so weiter und selber zieht man Dinge halt nicht durch, so. Und ihr kennt mich, die Magengeschichte ist nichts Seltenes bei mir. Und durch das, dass ich halt jetzt Therapie mache und alles, ist es halt alles noch ein bisschen, kann man schon sagen, stressiger, ne? Also, es ist auf jeden Fall stressig für mich, es ist stressig für meinen Körper. Mein Körper reagiert mit Nackenschmerzen. Ich habe gerade mein Physiorezept verlängert und geht halt nicht anders. Ne? Kaum angefangen, schon wirst du gestört, aber jetzt habe ich wenigstens eine Brezel. Über was haben wir geredet? Ah ja. Magenschmerzen. Ich habe seit locker 2 Wochen, ich habe es glaube ich auch immer wieder mal in meinen Vlogs auf meinem Zweitkanal durchblicken lassen, locker seit 2 Wochen Magenschmerzen. Ich habe irgendwann vor über einer Woche angefangen, Pantoprazol zu nehmen und ich weiß, das Medikament ist nicht gut. Das habe ich aber immer da, weil ich halt ein Magenpatient bin und das oftmals einfach nicht anders geht. Ich habe halt, so muss ich zu meiner Schande gestehen, jeder Körper gewöhnt sich an ein gewisses Schmerzspektrum, gewöhnt er sich. Und wenn du Dinge immer wieder hast, ist ja die Gefahr, dass es chronisch wird, sehr hoch, weil du dich halt einfach rein körperlich an den Schmerz und alles Mögliche drumherum gewöhnt. Und so ist es bei mir halt mit meinem Magen. Leider. Und ich merke so Sachen immer erst, wenn es zu spät ist. Und eigentlich habe ich für mich gesagt, wenn ich die kleinsten Anzeichen von Magenproblemen habe, dann muss ich mit der Ernährung kürzer treten, weil sonst haut es mich ganz wieder raus. Habe ich wieder nicht gemacht. Habe ich wieder nicht gemacht. Jedes Mal wiederholt sich dieser Blödsinn von vorne. Jedes Mal denke ich mir so, hey, du lernst nichts aus deinen Erfahrungen. Null. Ich habe halt jetzt unwahrscheinlich starke Magenschmerzen. Heute geht's. Bin heute Morgen aufgewacht und war so schlecht. Ich bin normalerweise, ich esse morgens nichts. Das wisst ihr ja, ab und zu mal.
Aber ich bin jetzt seit Sonntag, Samstag war es auch schon übel, seit Sonntag jeden Morgen so aufgewacht und hatte halt richtig Übelkeit. Also wenn der Magen so trocken ist und du halt eh schon eine Gastritis hast, dann wird es dir halt kotzschlecht. Und dir wird es auch kotzschlecht, wenn du Dinge machst, sei es nur einkaufen gehen und du wir altstechen ein bisschen zu sehr, weil Stress ist halt da kontraproduktiv. Schlecht. Und wenn es mir schlecht ist, dann kannst du vergessen. Dieser Mechanismus hat mich in der Vergangenheit schon gerettet, weil ihr wisst ja, ich war ganz, ganz lange essgestört. Und hätte ich den Mechanismus für mich entdeckt, kotzen geht schnell, dann wäre ich sehr in einer Bulimie gelandet. Aber durch das, dass ich nie kotzen wollte und konnte und für mich das immer Drama war, war das einfach das Beste, was mir passieren konnte. Und das ist aber für mich heute immer noch Drama. Und sobald es mir so kotzübel ist, so kurz vorm, du kannst mich vergessen, du kannst mich wirklich vergessen, so geht es, glaube ich, wirklich vielen. So, ich habe übrigens so ein Alverde Mineral Make-up, das möchte ich gerade aufbrauchen. Was ich an dem Mineral Make-up nicht so gerne mag, ist, dass es halt so nachdunkelt. Das ist eher, es oxidiert in Richtung gelblich. Es ist nicht so ganz meine Farbe. Trotzdem noch ein bisschen Bronzer. Ich probiere es trotzdem. Der hat noch so einen rötlichen Touch. Das wirkt dann meist auch wie Rouge. Besonders auf dem auf der braunen Puder Foundation. Also da möchte ich auf jeden Fall noch meinen Kaufstopp abwarten, weil dann ist die hier auch ein bisschen leerer. Und dann wird von Lili Lolo gekauft. Da die kleine Probe habe ich ja und ich bin mit dem Farbton und der Farbe und dem Produkt super zufrieden. Funktioniert für mich einfach wie eine Eins. Nui kenne ich. Nui hat man mir auch empfohlen. Siri hat das gemacht. Vielleicht hole ich mir auch mal was von Nui. Aber das erst wieder im September. Weil den Kaufstopp möchte ich durchziehen auf jeden Fall. Den möchte ich auf jeden Fall durchziehen. So, wichtig sind meine grauen Augenbrauen. So lustig. Sieht immer so ein bisschen aus bei mir, wie als wenn mir. Also als hätte ich mich verzupft. Weil ich so. Klar, ich habe früher als Teenie schon auch an meinen Augen rumgezupft. Wer hat es nicht gemacht? Aber. Ich habe einfach viele graue Haare. Inzwischen natürlich auch auf dem Kopf, ja. Aber in den Augenbrauen ist es ganz schlimm bei mir. Und sieht es immer so ein bisschen aus, als würden mir da Haare fehlen. Weil die halt lang sind. Ich habe nicht ganz so viele Augenbrauen. Ist auch okay. Noch mal ein bisschen durchkämmen. Das noch. Und das erfüllt für mich einfach die perfekte Aufgabe. Es färbt und hat kein Mikroplastik,
Nui ist, glaube ich, auch Naturkosmetik, so viel ich weiß. Hat Nui auch Mineral-Make-up? Also so Flüssiges kaufe ich mir halt einfach nicht mehr. Also es gibt auch Leute, die nur Concealer verwenden, aber das finde ich ist irgendwie auch keine Lösung. Keine richtig gute. Ich hätte eigentlich zuerst den Concealer drauf machen sollen und dann die Puderfoundation, weil ich nichts zum Setten habe jetzt. Egal. Egal. Nimm mal doch noch ein bisschen Puder. Der liegt nämlich auch da. Muss ich mich wieder dran gewöhnen, kein Puder zu verwenden, weil wenn du Mineral-Make-up verwendest, dann brauchst du das echt nicht. Dann brauchst du es wirklich nicht. Corrector. Ist bei mir eigentlich hauptsächlich so diese blaue Innenwinkel. Da habe ich halt echt dünne Haut. Na, ja, also das ist echt krass. Könnte mir das eigentlich auch das ganze Leben noch mal was von dem Puderzeug drauf machen, weil ich ja keinen Primer mehr habe, ne? Und ich das letzte Mal schon festgestellt habe, es funktioniert gar nicht so gut. Ich habe die Probe tatsächlich fast leer. Also, das passiert mir selten. Da ist echt nicht mehr viel drin. Weil ihr kennt das mit Proben. Das ist was, was eigentlich immer übrig bleibt. So. Aber ich weiß, die musste ich mir kaufen. Ne, also, da ist echt nicht mehr viel drin. Stellst es scharf. Und sieht durch, ne? Immer ein gutes Zeichen. So. Was wollen wir tun? Was wollen wir lassen? Was wollen wir machen? Ich glaube, ich mache jetzt erstmal noch den, sollte ich auch mal austauschen. Den Lavera Highlighter drauf. Habe beim letzten Mal habe ich mir hier viel zu viel hingemacht. Das ist immer schlecht. Also was machst du? Nur ganz wenig. Und nur so ein bisschen. So. Reicht. Ich weiß gar nicht, was mich in mich gefahren ist. Ich schneide das Video so und denke mir nur so, bisschen viel. So, ich wollte eigentlich, und jetzt sind schon 11 Minuten vorbei, über die Thematik Germany's Next Topmodel mit euch quatschen. Ich schenke mir gerade mal noch einen Tee ein. Ich habe es damals geguckt, als ich damals noch Fernsehen geguckt habe, oder sagen wir es mal so, als man damals noch Fernsehen geschaut hat. Ich muss echt sagen, ich finde es traurig, dass man sich da damals einfach keine Gedanken drum gemacht hat, was da eigentlich von diesen meist noch jungen Mädchen, was da erwartet wird. Und man hat schnell damals so ein bisschen auf die Schiene geschoben. Die sind selber schuld, die wollen das so, die setzen sich bewusst der Sache so aus.
Und das ist ja schon mal eine sehr unangenehme und blöde Haltung. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich mit diesem Prinzip Reality-TV, weil es halt einfach alles von Logen ist, nichts anfangen kann. Ja, also ich habe, das ist so die erste Sache, die ich mir einfach abgewöhnt habe. Ne, also man hat sehr schnell aufgehört, solche Sachen zu gucken, wie Supertalent und was da alles nicht gibt. Ich habe früher auch Popstars angeguckt auf ProSieben, das habe ich auch gemacht. Und wie gesagt, Germany's Next Topmodels habe ich auch geguckt. Nichtsdestotrotz hat man sich keine Gedanken darüber gemacht. Ich nehme übrigens ein altes, uraltes Catrice-Quad. Nichtsdestotrotz hat man sich trotzdem keine Gedanken darüber gemacht, was diese Mädels da eigentlich aushalten müssen, und hat sich eher sogar noch lustig gemacht. Dieses Verständnis von Schnitt, ich beschäftige mich ja ein bisschen mit dem Schnitt, auch wenn das eine Sache ist, die ich jetzt nicht zu 100% beherrsche, weiß ich halt einfach, was Schnitt bedeutet. Also ich habe mein Praktikum bei einem regionalen Sender hier gemacht, bei den Cuttern. Und selbst da hat man mir gesagt, dass man aus dem Rohmaterial, aus dem Rohfootage ganz andere Aussagen und Bedeutungen erschaffen kann. Na, ich kann mich noch gut daran erinnern. Exklusiv wollte ja auch mal was von mir. Und da ging es um mein Video über Haare waschen ohne Shampoo. Und da habe ich auch dankend abgelehnt, muss ich sagen. Also, Fernsehen ist echt der allerletzte Scheiß. Du gibst deine Bildrechte ab, und das ist halt das Hauptproblem. In dem Moment, wo du deine Bildrechte abgibst, da können die aus deinen Sachen Dinge hervorzaubern und zusammenschneiden. Anscheinend möchte jetzt, ich habe gestern von Solveig das Video angeguckt, anscheinend möchte da jetzt ProSieben dagegen vorgehen. Komischerweise hieß es doch, ProSieben kauft die Serie ein oder die Reality-Show. Was halt richtig scheiße ist, so dass von vornherein Insta-Models, nenne ich sie jetzt mal, eingeladen werden, die von vornherein gar nicht gewinnen wollen, die von vornherein Geld bekommen haben, just for the Reichweite. Und dass das halt gefaked ist, ne? Ich reg mich da nicht auf, weil es ist Reality-TV. Im Fernsehen wird so viel gefaked. Deswegen gucke ich kein Fernseher mehr, schon sehr lange nicht mehr. Ich gucke, wenn ich was angucke, dann mal eine Talkshow on demand an. Also nicht direkt, wenn sie kommt, sondern meistens aus irgendeiner Mediathek. Weil es im Endeffekt doch immer einfach doch nur Beschiss ist. Ich habe jetzt Bock auf dieses wirkliche Move-mäßige. Es ist am Ende des Tages einfach immer Beschiss. Und wisst ihr, wie ich meine? Und dass es den Mädels nicht klar war, weil ja keiner drüber geredet hat, weil das ja eine Kettenreaktion im Endeffekt jetzt verursacht hat, darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Also die haben eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben, und das ist alles nicht so einfach. Und ich will nicht wissen, was jetzt auf die zukommt, weil ich bin ja gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte.
Und die werden jetzt in Grund und Boden natürlich verklagt, aber die werden schon wissen, was sie da machen. Denn es hat ja irgendwo auch einen Grund, dass die sich in die Öffentlichkeit jetzt begeben. Und es ist auch einfach wichtig, dass man sowas dann auch vor Gericht ausfechtet. Na, also. Es ändert sich halt sonst nie was. Und gerade in unserer heutigen Zeit muss es dem Fernseher doch klar sein, wenn sie Personen bewusst negativ hinstellen, bewusst aus einer Person, und ihr könnt euch noch daran erinnern, war bewusst immer eine dabei, die war die Zicke. Wenn man das zur heutigen Zeit macht, was das für die Personen bedeutet, was für Shitstorms die bekommen. Weil es muss sich ja einfach jeder immer in alles einmischen und es ist ja nur Feedback und alles. Und jeder hat das Recht, Leute zu beschimpfen. Habe ich ja auch schon oft genug drüber gesprochen. Und wenn du dann vom Fernsehen her halt dann auch noch so eine Reichweite hast, dann ist das halt einfach mega krass. Also ich mag den Eyeliner. Ich habe euch, glaube ich, meine Produkte, die ich so jetzt verwendet habe, gar nicht mehr richtig gezeigt. Das ist der Eyeliner von Lavera. Mit dem kannst du sehr, sehr fein malen. Den habe ich mir erst vor kurzem gegönnt, weil ich mit dem von Rossmann nicht zurechtkomme. Der ist auch schon alt gewesen. Also ich versuche halt immer wieder auch Kosmetikartikel neu zu kaufen, weil die werden halt nicht besser, wenn du die ewig aufhebst und verwendest. Ich mag's. Ich mag's wirklich auch, wie der antrocknet. Ich mag auch, was ich da heute getan habe. Mag's wirklich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich brauche unbedingt eine neue Wimperntusche. Die ist halt, die geht halt gar nicht. Und ich finde es so schwierig, Wimperntusche zu finden, die halt kein Mikroplastik drin hat. Das ist so bescheuert. Also da gerne Empfehlungen für Wimperntuschen in die Kommentare, Freunde der Sonne. Weil ich brauche dringend eine Wimperntusche und ich brauche eine. Ich habe lange Wimpern. Ich habe auch dichte Wimpern, die so ein bisschen Schwung macht. Ich weiß, dass das meistens wasserfeste Sachen sind, aber die wasserfesten Sachen im Naturkosmetikbereich, denn da findet man meistens Kosmetik ohne Mikroplastik. Die machen diesen Schwung halt nicht, ne? Die machen diesen Schwung halt nicht. Heute gefällt mir das Augen-Make-up echt gut. Habe ich gut hingekriegt. Aber ich habe halt jetzt einen viel zu langen Pony. Man sieht nichts. Man sieht nichts. Das werde ich halt auf jeden Fall auch noch angehen. Pony schneiden geht nicht anders. Man merkt immer, wenn der anfängt so ganz komisch zu liegen, dann ist er wirklich zu lang. Verdammt nochmal. So. Würde mich mal interessieren, wie ihr die ganze Thematik rund um Germany's Next Topmodels aufgenommen habt.
Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Wart ihr auch jemand, der das geguckt hat und der sich damals einfach gar keine Gedanken um die ganze Thematik gemacht hat? Was einfach. Ich kann mich noch daran erinnern, diese Nikita Johnson Situation, als die sagt, du hast ein geölte Beine, das geht so nicht. Du darfst keine eingehüllten Beine haben. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, aber das hat man einfach vom Fernseher her nicht so wahrgenommen, dass das irgendwie im Hintergrund dann nochmal jemand war, der hinter ihm die Beine eingeölt wurden. So richtig kann man das ja nicht sehen. Aber das Internet meint schon, dass das schon so ist. Ich kann mich da echt noch dran erinnern, weil das war eine Folge, die ich gesehen habe. Und ich habe schon viele Staffeln nicht mehr angeguckt. Ne? Also, weil ich da einfach auch aus den Schuhen herausgewachsen bin. Also, eure Meinung zu dem ganzen Thema mir gerne mal unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!